Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht's wieder weiter in der Europa-Liga und ich habe mich entschlossen, beim Training was zu verändern. Ich wollte mal alles auf Torschuss setzen, weil, warum nicht? Das soll wohl sehr viel von den wichtigen Attributen trainieren. Ich denke, ich könnte vielleicht sonst auch drei hier runternehmen, aber das, ja, ein bisschen auf Passspiel machen, dass meine Pässe ein bisschen genauer werden. Aber ich denke, ich werde ein bisschen erstmal auf Torschuss gehen. Und zwar bis zu einem bestimmten Datum. Das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall ein paar Monate möchte ich das mal durchziehen. Wie ich das verstanden habe, ist es so, dass die Trainingspunkte hauptsächlich aus den Spielen und so weiter entnommen werden. Und die von der, das, was man von der Mannschaft sozusagen dazu kriegt, hat wohl viel Auswirkung eher in der Zeit zwischen den Spielen. So. Utaka, wir sind ja auf Platz 1, Montpellier ist auf 2. Sehr schön. Ah, schade. Utaka! So, das ist jetzt das rechte, die rechte Flanke. Oder rechte Flügel. Ah! Ja! Ich kämpfe mich jetzt hier durch. Ey! Okay. Das ist doch die linke Seite gewesen. Sehr gut. Schöner Schuss und drin. Zwar nicht direkt von mir vorgelegt, aber Treffer ist Treffer und das ist super. Schane macht das Ding. Ich freu mich, Baby. Da kommt Aogo, drückt ihn auch nochmal. Gut gemacht. Da kommt mein Pass. Da kommt gleich sein Pass. Zack. Da hätte ich gehofft, dass ich den vielleicht nochmal kriege. Aber wir wollen nicht so Ego sein, wir wollen Tore schießen und gewinnen. Als Mannschaft. Deswegen soll das alles mal so gut sein. Versuche mir hier ein bisschen den Raum abzudecken. Ah! Mist! Da kam er nicht ganz an bei mir und dann war ich ein bisschen zu lahm im Denken und im Handeln und im Spiel. So, mal gucken, wo wir uns hier anbieten können. Kommt gleich einer. Oh! Was? Was geht ab? Das geht ja gar nicht. Ich hau euch alle kaputt. Komm her! Jordrin. Keine Ahnung, wie der heißt. Jordrin. Keine Ahnung. Ja, die Abschlüsse. Da muss ich noch richtig gut dran feilen. Ich habe ja schon ein paar Tore geschossen. Wir können ja gleich nochmal die Statistik nach dem Spiel aufrufen. Müssten jetzt bei 39 Spielen sein. Oh, Lattenkracher. Oder Pfostenschuss. Sehen wir das nochmal? Nee, sehen wir nicht. Was? Ah! Sehr gut. Da hätte ich meinen Kopf nur hin. Nein. Na, ah, das gibt eine Karte. Ah. Hey, ob der Junge. Hat gar nichts gemacht. Lass unser Küken in Ruhe. Homs. Verdammt. Ja, das war eher ein bisschen Gammel. Au. In my face. Oh, oh, oh.
Sehr gut. Pam! Da haut Otaldos rein. Super Vorlage. Sehr schön gepasst. Oder super Flanke. Yo, Baby, was denn? Super gemacht. Echt spitze. Schön nach außen. Jetzt kommt gleich die Flanke und... Aber die Flanke... Da unaufhaltsam kommt der Otaldo. Was ich auch verstanden habe, ist so, dass die eigene Mannschaft, egal auf welchen Schwierigkeitsgrad man es einstellt, immer Profi ist. Also auf Profi-Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn ich das sozusagen auf Topspieler mache, wird es nur noch schwieriger, das Spiel. Bukkali. Oh, was? Ich konnte nicht annehmen. Was ist das? Ja, und wenn man natürlich dann auf Profi einstellt, so wie ich das habe jetzt, ist das ausgeglichen. Beide Mannschaften sind gleich blöd. Das ist okay. Damit können wir spielen. Natürlich, wenn man der Ultra-Profi dann irgendwann ist, kann man ja auch einen anderen Schwierigkeitsgrad nehmen. Ah! Aber ich denke, so macht das eigentlich am meisten Spaß. Mist. Und ich denke, Werde zur Legende ist ein super Modus bei PES. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wie viele von euch das selber spielen. Wahrscheinlich spielen von euch nicht so viele PES. Aber die spielen, werden mir da wahrscheinlich recht geben können. So, ich hoffe, dass sich meine gelbe Karte nicht zu stark... auf meine Note niederschlägt. Das war ein bisschen unnötig, aber tja, so ist das manchmal. Direkt in die Hände des Keepers. Ja, da oben ärgert er sich, die Nummer 20. Es tut mir leid, sorry, Mann. So, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich mal eine andere Nummer haben wollte. Aber das habe ich bisher noch nicht durchgeführt. Oh, Baby! Ich laufe die ganze Zeit hier nur hin und her, weil ich immer darauf spekuliere, dass wir den Ball kriegen. Oh, oh, oh. Schaffst du das? Ja, das kriegst du hin. Ja, war nicht... gerade das Gelbe vom Ei. Aber trotzdem 2 zu 0. War das jetzt 2 zu 0? Ja, ne? Das eine Tor hat Dings geschossen und das andere habe ich geschossen. Super Sache. 2 zu 0. Oh. Beim HSV läuft es eigentlich sehr schön. Da möchte ich auch dann irgendwie bleiben. Wo es läuft, da bleibe ich. Aufpassen! Ja, alles noch im grünen Bereich. Okay. Bedimo. Und noch eine Ecke. Oh! Ich glaube, es gibt wieder Ecke. Mist. Foul. So. Kriege ich hier noch ein Bällchen? Jo. Sehr schön, der kommt auch noch ran. Och, so ein Schüsschen. Cabella, Cabea oder wie auch immer er heißt. Oh, Utaka setzt sich da gut durch. Ein Foul.
werde mir gleich eine andere Nummer holen. Vielleicht. Na, ich weiß nicht, ob die frei ist, ob ich die kriegen kann. Die 7 oder die 9. Ah. Tschüss. Ich habe passen gedrückt. Ich habe einfach nur passen gedrückt. Es war einfach nur ein Pass. Oh. Ja, rot. Gelb, rot. Es war nur ein Pass. Ich habe nur passen gedrückt. Da ist er raus, der Supermann. Naja, dann lassen wir mal hier weiterlaufen. Dann schenke ich mir noch mal einen Tee ein. Ist doch mal eine super Idee, oder? Hä? Soll ich das machen? Ja, mach es, Otaldo. So, ich habe mir das so vorbereitet. Heißes Wasser schön auf ein Stöfchen und jetzt muss ich nur noch einen Teebeutel reinhängen. So, Van der Vaart. Nö. Ich knister hier mal nebenbei ein bisschen. Oh, ich muss noch den. Naja, so. Läuft alles. Wunderbar. Also, das habe ich auch nicht gewusst, dass wir. Beziehungsweise die eigene Mannschaft nur auf Profi spielt. Das ist eine sehr interessante Information, die ich vorhin bei Google gelesen habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo genau. Ich glaube, PS Galaxy oder so. Das ist auch so ein Forum, wo es auch so eine Art Bundesliga-Patch gibt. Oder es gibt dort auch ein Bundesliga-Patch. Und das ist sozusagen eine Art, wie könnte man das nennen, Konkurrent zu PS Edit. Ja. Und da habe ich das halt gelesen. Da hatte jemand nämlich gefragt, wie das ist mit den Fokuspunkten. Er spielt schon ein paar Jahre, also ein paar Saisons hat er schon gespielt und kommt mit den Fokuspunkten nicht so ganz klar. Weiß nicht genau, was nun welcher Fokuspunkt so wirklich bringt. Ich hatte dazu damals mal eine Grafik gesehen, die das so ein bisschen beschrieben hat. Die war eigentlich sehr interessant. Da hat man gesehen, wenn man jetzt so und so viele Punkte auf Stärke macht, dann geht das dann da teilweise rein und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich erstmal entschlossen, auf Torschuss, also auf Stürmer zu trainieren. Um sozusagen die Blüte meiner Karriere auszunutzen. Naja, wollen wir mal gucken, wie gleich unsere Note ist. Ich habe zwar Gelb-Rot gekriegt und ich glaube, damit werde ich wohl nicht mehr Man of the Match. Das heißt, ich bin auch nächstes Spiel nicht dabei. Oh, Mist. Aber wir werden auf jeden Fall weiterkommen. Das ist praktisch. Also ich vermute, es ist fast unmöglich, dass wir hier noch rausfliegen. Wir sind weiter. Das heißt, ich bin in der nächsten K.O.-Runde nicht dabei. Und das kann fatal sein. Das kann richtig fatal sein. Wenn ich jetzt in der nächsten K.O.-Runde nicht dabei bin. Schauen wir erstmal. Ja, Schane, 7-0. Und hier eine 5,5. Wegen meines blöden Gelb-Rot. Ah. Verdammt. Ja, Mist. So, Gruppenphase ist damit, glaube ich, vorbei. 6 Spiele, eindeutig ist sie vorbei. 13 Punkte, Platz 1. Das heißt, wir spielen gegen den zweiten von Gruppe A. Ja. Na, mal sehen, was hat er zu sagen. K.O., du hast es also geschafft. Du hast deinen Teil zu einigen Toren beigetragen. Es ist dir hoch anzurechnen, dass die Mannschaft den K.O.-Phase-Wettbewerb erreicht hat. Als Profi sollst du dir bla bla bla. So, weiter geht's. Zeit vorstellen. Na, lässt ihr mich jetzt spielen? Oh, gerade mein Song kommt da. Ich war 2013 naht schon dem Ende. Ich habe gehört, dass der Trainer dich in seinen Plänen für den Spieltag nicht berücksichtigt wird. Du musst mehr tun, um im Training zu beeindrucken. Ja. Ach, schade. Es war echt blöd gelaufen. Dann blättern wir nochmal vor. 1-1 gegen Bremen, Nordderby. Platz 5, Bremen auf Platz 7. Damit sind wir 9 Punkte immer noch von Bayern München entfernt. Das heißt, die Bayern haben auch nur unentschieden gespielt. So, sind wir jetzt gegen Nürnberg dabei?
I've taken too much tonight. Ja, Startformation. Juhu! Und Sturm ist hochgegangen. Yippie! Und wir sehen, dass zum Beispiel bei Kopfballgenauigkeit dickere Striche sind, als zum Beispiel bei Kurzpassgenauigkeit. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir nur ein Strichchen haben durch die Mannschaft. Okay. Teamwork. Schnelligkeit geht nur ein bisschen hoch. Haben wir ja schon 88, das ist eigentlich super. Jetzt volle Lotte auf Sturm. Okay, wir spielen jetzt. Gegen, habe ich schon wieder vergessen. Nürnberg! Supi! Dann bedanke ich mich für diese Folge und dass ihr zugesehen habt. Schaltet doch wieder beim nächsten Mal ein. Macht's gut. Tschüssi!